Der Pferdegnadenhof Edelweiß nimmt Tiere auf, welche aus den verschiedensten Gründen keinen Platz mehr haben. Ohne die Hilfe der Tierfreunde würde der Schlachthof drohen. Neben den rund 20 Pferden haben auch einige Hunde, ein Esel, Hausschwein Ferdinand und viele andere Tiere hier ein neues Zuhause gefunden. Emanuel Wenck hat den Pferdegnadenhof in einer Zeit des persönlichen Umbruchs ins Leben gerufen, als der hektische berufliche Alltag in Form eines Burnouts seinen Tribut forderte. In dieser Zeit wurde der Pferdegnadenhof sein Refugium. Die Gründung der Einrichtung hat eine persönliche Vorgeschichte. Ja, der Bezug zu Tieren ist eigentlich die letzten, oder soll ich sagen, ab dem 14., 15. Lebensjahr quasi unterdrückt worden von mir selbst, da ich eine Lehre auswärts gemacht habe. Ich bin in der Schweiz auf einem Bauernhof aufgewachsen, wollte aber auch noch dazu mal mit der Landwirtschaft und mit Tieren nicht wirklich was zu tun haben, wollte ich noch in die große weite Welt, bin in der Steiermark gelandet und war 20 Jahre in der Gastronomie, also hinter der Bar, habe so ziemlich jede Stufe der Gastronomie durchgemacht, von Wirt bis Betriebsleiter, und das habe dann eine Lebensgefährtin hier in der Steiermark auch kennengelernt und bin geblieben oder habe mich hergezogen, und dann war ich ein bisschen zu viel wieder in der Gastronomie. Und das Ganze hat mir dann vor 5 Jahren eigentlich ein ziemliches psychisches Debakel beschert. Und aus dem ist eigentlich der Gnadenhof entstanden. Ich sage, durch eine Lebenskrise von mir ist ein Gnadenhof entstanden. Ja. Besuch bekommt der Tierliebhaber ständig, und zwar in Form der Mitglieder des Edelweiß Junior Clubs. Diese Kinder und Jugendlichen nehmen in ihrer Freizeit aktiv am Hofleben teil. Sie betreuen die Tiere, die zum Großteil tragische Hintergrundgeschichten haben. Da haben wir ein altes Springpferd, wo halt Arthrose hatte, nicht mehr gehen konnte. Und sobald man auf ein Pferd nicht mehr aufsteigen kann, hat es natürlich für die meisten nur einen Kostenfaktor und keinen Nutzenfaktor. Und dann haben wir ein Haflingergeschwisterpärchen, das hat es zwar immer wunderbar gehabt in ihrem Leben, ist eigentlich auch abgegeben worden, weil sie haben den Hof aufgelöst und sie wollten die zwei nicht trennen, weil die zwar das Geschwisterpärchen, die Montana und die Mirli, die Monti war ein Mutterersatz von der Mirli eigentlich, als die Mama gestorben ist, als sie 4-5 Wochen alt war. Also sind die Geschwister so zusammengewachsen, dass man die gar nicht mehr trennen kann und auch nicht sollte. Dann haben wir die Ponys. Bei den Ponys hat es ganz, bei der Soffel ist zum Beispiel, das ist war ein Taufgeschenk, ein unüberlegtes, man hat ihr ein Pony geschenkt zur Taufe und sie musste natürlich Einstellgebühr zahlen, konnte sich das nicht leisten und alles. Und hat mich angefragt, ob ich es nehme, weil so verkaufen will sie es doch nicht. Und jetzt weiß sie wenigstens, wo es ist. Dann haben wir solche. Knopf ist zum Beispiel der kleine Haflinger, der war so ein originales Schlachtfohlen eigentlich. Wenn der nirgends rausgekommen wäre, dann wäre der ab zum Schlachter. Moskito auch, das ist unüberlegte Zuchten meistens, die auch nicht verkauft werden können. Oder die Leute nicht überlegen, dass ein Pferd doch ein bisschen mehr kostet, oder weil es ein Hengst ist, die Kastration dazu kommt. Das kommt dazu, Pferdepass kommt dazu. Und halt unüberlegte Geschichten teilweise. Mit dem Pferdegnadenhof Edelweiß hat Emanuel Wenck ein Paradies für Mensch und Tier geschaffen. Seit 1. Mai befindet man sich in einer Notunterkunft. Der Pachtvertrag konnte nicht verlängert werden. Betreiber Emanuel Wenck ist deshalb auf der Suche nach einem geeigneten Hof. Einige Objekte würden sich anbieten. Jetzt heißt es Gespräche und Verhandlungen führen. Also den Ortswechsel haben wir vorgenommen, also am 1. Mai, weil es am alten Ort einfach nicht mehr gegangen ist. Das sind private Konflikte zwischen Verpächter und mir und das komplette Hickhack hin und her, und wir konnten dort nichts mehr gescheit machen. Und es hat schlussendlich so viel Energie gebraucht, dass das bei den Tieren hast du es gespürt, bei mir hast du es gespürt, und dann vergeht irgendwie die Freude. Und da haben wir gesagt, am 1. Mai, wir werden was Neues suchen. Hat dann auf den 1. Mai natürlich nicht funktioniert.
sind weiterhin auf der Suche, haben aber mittlerweile ein Objekt gefunden, was sehr gut in Frage kommt zu uns, für uns eigentlich für den Hof, wo auch die richtige Basis wäre für alle Tiere, dass wir es nicht so verstreut haben müssen. Mittlerweile ernährt sich der ehemalige Gastronom vegetarisch, teilweise sogar vegan. Der enge Umgang mit seinen Tieren, er hat ihm andere Blickwinkel verschafft. Ich bin eigentlich ein Riesenfleischesser gewesen. Mittlerweile lebe ich vegetarisch, zum größten Teil sogar vegan. Und das hat aber alles, wenn man sich damit beschäftigt, mit dem ganzen Thema in der heutigen Zeit sowieso, mit der Lebensmittelindustrie, wo ich natürlich vorher ganz anders gesehen habe als Gastronom, da hast du ganz andere Blickwinkel gehabt. Und doch durch die Tiere fängst du ein ganz anderes Interesse an zu anschauen. Und somit hat sich eigentlich das ganze Leben eigentlich zum Positiven für mich gewendet. Also meine Ärztin sagt heute noch, wenn ich so weitergemacht habe wie vor 6 Jahren, wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr hier, sei es wie, zugrunde getrunken oder gegessen oder wurscht was, ungesund halt. Und ja, ich kann eigentlich den Tieren, wo unter anderem wo hier am Hof sind, oder den ersten Tieren verdanken, dass es mich gibt. Noch. Und denen bin ich schon dankbar. Es ist auch jedes einzelne Tier am Hof, hat seine, ist das wert, wo es ist. Es ist nämlich sehr viel wert. Also es wird jetzt keins bevorzugt oder benachteiligt, sondern es sind alle zum Gernhaben da. Und auch wie das Schwein. Also der Ferdinand ist sowieso eine Wucht. Also er ist zwar lästiger als alle anderen, aber man hat ihn trotzdem lieb und man weiß genau, wie man mit ihm umgehen muss. Und dass man halt auch eine Sau streicheln kann und er legt sich nieder und genießt es. Und die meisten Menschen kennen die Sau eingepfercht irgendwo, außer Transport, Schnitzel. Aber eine Sau ist halt auch ein Lebewesen und es genießt wie wir. Und es genießt Streicheleinheiten, Liebhaben, Futter, Essen. Ist halt auch Lebewesen halt. Für diese Lebewesen, die in unserer Wohlstandsgesellschaft keinen Platz mehr finden, setzen sich Einrichtungen wie der Pferdegnadenhof Edelweiß ein. Er sorgt dafür, dass Tiere nicht nur überleben, sondern artgerecht leben können. Gerade dann, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Wir empfehlen Ihnen einen Blick auf die Homepage des Vereins unter www.pferdegnadenhof-edelweiß.at zu werfen. Dort erhalten Sie weiterführende Informationen, wie Sie den Verein unterstützen können. Es bleibt zu hoffen, dass die Tiere des Gnadenhofs bald wieder eine feste und dauerhafte Bleibe finden werden. Genau, Kamera.